Also, mache ich den Anfang. Ich begrüße euch recht herzlich. Bitte! Zum ersten Skiplausch. Zuerst, wenn wir das durchführen dürfen hier lang. Und das ja gerade medienwirksam bei absoluten Top-Bedingungen. Über 30 Leute sind am Ruf vom Remo Gässer bis zum hintersten Simmental gefolgt und kommen am 25-Jährigen den Prompt kaum hängen nach. So, Leute, jetzt musst du alles führen. Von seiner Corona-Erkrankung, die er letzte Saison zum Unterbruch gezwungen und etwa die Brüne geschwingt hat verpassen, spürt der Remo Gässer ganz offensichtlich nicht mehr. Momentan merke ich nichts. Ich hatte schon vorher, dass ich im Training eigentlich nichts gemerkt habe. Aber ich bin echt zuversichtlich, dass jetzt der Käfer aus mir raus ist endlich. Und ja, weil dem eidgenössischen Jahr sehr ein wichtiges Jahr ansteht und dass ich hier voll angreifen kann. Und für diesen Angriff braucht Remo Sponsoren. Nicht zuletzt darum posiert er hier auf der Piste noch so gerne mit seinen Fans oder macht für Glanz und Gloria noch ein paar Extra-Aufnahmen. Ich sage jetzt, mein Leben ist nicht gratis. Also ein Trainer von mir kostet auch Geld. Man reist mehr oder weniger in der ganzen Schweiz zusammen. Wenn man weit weg muss, muss man meistens noch ein Hotel nehmen. Klar kann man 100% arbeiten und sich das so finanzieren. Aber wie gesagt, die Regeneration sollte nicht zu kurz kommen. Und ja, es ist schon wichtig, dass man solche Anlässe hat, vor allem auch, wenn man einen Partner hat, dass man das Zweite sieht, dass man auch für solche Sachen einsteht. Ein reiner PR-Anlass war Skiplausch aber nicht. Schließlich kommen wir hier mit den Fans besser ins Gespräch als an einem Schwingfest. Und? Ja, ich habe jetzt niemand Potenzielles gesehen, wo wir Geld weggeben. Nein, das ist jetzt wirklich ein Anlass, wo ich von mir aus etwas weggebe und nicht in erster Linie selber profitieren will. Und gleich lässt er sich für die Kamera zu einem Stunt verleiten, der eine fast Teilnahme am eigenen Rennen hätte gekostet. Obwohl die Bindung nur noch so halb hat, fährt der Remo Gässer aber in Top-Ränge. Etwas, was sich der Dritte von Estavaye 2016 auch für das eidgenössische Jahr 2023 fest vornimmt. Ja, definitiv bin ich zuversichtlich. Ich hatte ein verschissenes Jahr letztes Jahr und das ist auch etwas, was ihm noch ein bisschen mehr motiviert, doch noch einmal Gas zu geben und eben zu beweisen, dass man noch da ist. Und ich merke auch im Training, wie ich Fortschritte mache und darum ja, kommt die Zuversicht nicht von irgendwo her. Und nach so einem Tag, mitten in den Fans, dürfte Remo Gässer sogar noch mehr Selbstvertrauen getankt haben.